Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, ihr Paul Berger? Heute gibt es mal ein sehr, 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 sehr besonderes Video, meine Freunde. Und zwar wird heute mal ein neues Auto abgeholt. Ihr könnt es bestimmt schon im Titel sehen, Leute. Ein absoluter Traum wird heute erfüllt. Hier noch Dominik, was geht ab? Hi, alles gut? Alles gut. Schön, dass du da bist. Absoluter Traum erfüllt, meine Freunde. Und zwar, es gibt ein Rolls-Royce Cullinan, absolut geisteskrankes Auto. Ich werde euch gleich mal noch erzählen, wie es dazu kam. Ich würde sagen, wir sind hier erstmal angekommen. Und zwar sind wir gerade bei Armian Collection Cars. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja. Weil die beiden haben das Ganze erst ermöglicht. Warum, werde ich euch jetzt mal erklären, Leute. Let's go. Ja, Leute, also ich bin auf jeden Fall unfassbar aufgeregt. Ich habe letzte Nacht schon wieder sehr, sehr schlecht geschlafen, weil, keine Ahnung, ist einfach zu krank. Ist einfach zu krank. Es geht um einen Rolls-Royce Cullinan. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht getraut, über dieses Auto nachzudenken. War auch noch komplett zufrieden mit dem Range Rover, den ich hatte. Habe den Range Rover aber verkauft, weil ich habe diesen Rolls-Royce Cullinan für einen unfassbar krassen Preis angeboten bekommen. Und keine Ahnung, jeder, der es vielleicht so ein bisschen mit Autos auskennt, der weiß, die Autos werden sehr, sehr wild über Liste gehandelt. Und dann hat das Modell mir auch noch so gut gefallen und da konnte ich quasi nur ja dazu sagen. Deswegen, aber ich habe ihn jetzt noch nicht live gesehen, also nur Bilder. Es wurde auch noch sehr viel an dem Auto verändert. Es kamen noch andere Felgen drauf, es wurde noch sehr viel foliert. Also das ist ganz, ganz krass, Freunde. Ganz, ganz krass. Ich bin sehr gespannt, wie eure Reaktion dazu sein wird. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein, Leute. Let's go. Also, wir sind ja jetzt in unseren heiligen Hallen hier, wo unsere Fahrzeuge sozusagen gestoraged werden. Und wir machen jetzt mal so einen kleinen Overview und dann geht es zur Präsentation von seinem Wagen. Aber ihr kriegt jetzt schon mal ein bisschen Geschmack für den Nick. Ich würde sagen, wir fangen mit einem Klassiker an. Ich bin genau. Dominik, bitte. Ich bin genau. Also, als erstes lüften wir mal das Geheimnis. Hier haben wir einen wunderschönen 250 GT Lusso. Krank. Komplett restauriert von Ferrari in London. Das ist der Wagen für später. Ja. Wo liegt der so preislich? Dominik? 2,2 Millionen Euro, differenzbesteuert. Also ja, komm, dann, der will's nicht, der will's nicht. Okay, also einer der automobilen Klassiker, rechts außen. Na, Enzo. Ferrari, ja. Enzo. Auch immer sehr selten, besonders immer auch in dem Zustand. Ja. Krank. Absolut, nicht nur in dem Zustand, auch heftig. In der Farbe. Also heftig, heftig, heftig. Schwarzer Enzo ist natürlich unglaublich schwer zu finden, besonders, sage ich mal, mit dieser ganz, ganz, ganz besonderen Historie. Besonders ist auch das Interieur. Bis jetzt haben wir noch nie einen gesehen, der original grünes Interieur in der Außenfarbe in Schwarz ausgeliefert bekommen hat. Und die Historie mit dem Vorbesitz ist natürlich auch etwas ganz Besonderes, aber Ferrari Enzo, wie der Name schon sagt. Wer ist der Vorbesitzer? Also es gibt bei MTV Videos, da fährt der Wagen in dem Video und das ist auch der einzige Enzo mit grünem Interieur. Mehr dürfen wir leider nicht verraten, aber wenn man das googelt, glaube ich, könnte man dahinter kommen. Vielleicht wisst ihr es ja, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Ja? Also, genau. aber Ferrari Enzo, für mich sehr krass. Weil ich weiß noch genau, ich war mit meinem Vater in einem Technikmuseum damals und da war der Wagen ausgestellt. Das war so, boah, damals so voll das kranke Teil. Also heftig. Sehr, sehr krasses Auto auf jeden Fall. Absoluter Klassiker. Okay, dann gehen wir jetzt zu was ziemlich Wahnsinnigen. Sowas bieten wir auch an. Alle Autos, die jetzt hier gerade sind, sind auch zum Verkauf. Genau. Alle sind zum Verkauf, natürlich. Ah, ja. Absolut. Ich glaube, das Schönste ist die Theke. Die legen wir auch mal mit frei. Was ist das denn da hinten? Das ist eine Frittentheke. Die brauchst du, ha? Die brauchst du. Den Anpressbock brauchst du bei der PS-Zahl. Und wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und zwei Prototypen. Der eine Prototyp steht aktuell bei McLaren, der andere Prototyp hier vor dir. Wir sind jetzt gerade bei dem Fahrzeugwert von 1,85 Millionen Euro, was wir fragen für das Fahrzeug. Krank. Überlegt euch das mal auch, Leute, wenn man sich dieses Fahrzeug kauft, 1,8 Millionen nur als Hobby, so als Spaßfahrzeug für auf die Rennstrecke zu fahren. Ne? Also, genau. Das heißt, wer sich das Auto kauft, hat wahrscheinlich schon auch 10 weitere Rennstreckenfahrzeuge. So. Richtig. Und hat wahrscheinlich noch 100 weitere in seinem normalen Fuhrpark. Ja, cool. Stark. Da muss man das sagen. Also, das ist eigentlich was, so mal, also das ist zum Beispiel so was ganz, ganz, ganz Wertvolles. Pagani Sonder ist natürlich was absolut ganz Rares und was ganz, ganz Schwieriges überhaupt zu bekommen. Genau, also der Listenpreis lag jetzt bei diesem Exemplar bei 1,3 Millionen Euro. Jetzt hat sich das Ganze so entwickelt, dass wir schon bei knapp 20 Millionen Euro sind und den Wert für so ein Auto. Das Teil, was du vor 10 Jahren für 1,3 Millionen gekauft hast, ist jetzt 20 Millionen genau. Wert. Genau. Das ist was so, ganz Besonderes. Das ist halt einfach, die Zinsen kriegst du nicht bei einer Bank. Nee. So, und darum also das ist halt, kommt immer darauf an, was für ein Auto du raussuchst, welche Wertstabilität die haben. Und das ist schon krass, ne? Können wir drunter schauen?
Wir können mal einen leichten Blick runterschauen. Wie gesagt, der steht nicht zum Verkauf, aber man kann ja erahnen, man kann ja ein bisschen erahnen, wo die Richtung hingeht. Aus Diskretionsgründen müssen wir so ein bisschen. Okay. Ist korrekt. Die Sache. Ist korrekt. Kannst du dir den Rest vorstellen? Ja, aber Alter. Aber der Typ, der es damals dann gekauft hat, der lacht sich doch auch schlapp jetzt heute. Ja. Der lacht sich schlapp. Lach mal, Dominik. Nein. Oh mein Gott. Ich war nur der Verkäufer. Krass. Aber, er lacht auch. Ja. Ihr schon erahnen? Ja, sieht man schon. Okay, man sieht schon ein bisschen, aber... Bugatti Veyron. Geil. Genau. Sehr, sehr stark. Bugatti Veyron, natürlich das Posterauto, glaube ich, unserer Generation irgendwo. Und davon wirklich die stärkste Version hier produziert. Ja, klar. Also ich muss auch sagen, rein jetzt von der Optik her finde ich einen Bugatti Chiron an sich krasser. Aber die Silhouette von dem Wagen hier, das ist schon so ein Klassiker. Ja. Also dieses Runde, das ist wirklich schon so ein Klassiker. Ja. Auch in GTA 5 immer geklaut, das Auto und so, kennt man doch. Nee, geil. Ja. Also wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Auto. Ja, was die wenigsten wissen, ist halt, Bugatti Veyron hat halt einen knappen Produktionswert damals um die Zeit gehabt von 6 Millionen Euro. Das heißt, der Herr Piëch mit seinem Herzensprojekt hat bei jedem Auto einfach einen Verlust von 3 bis 4 Millionen Euro, sag ich mal, realisiert. Was? Und, die haben Verlust mit dem Modell gemacht, Bugatti. Genau. Ey, Leute, überlegt euch das mal. Ein Unternehmen, was einfach sagt, wir wollen das Auto so perfektionieren, dass sie sogar mit dem Modell Verlust gemacht haben. Ja. Krank. Ja, super. Sieht doch super aus. Boah, Leute, jetzt wird wild. Wie schnell ging das jetzt eigentlich mit dem Auto? Wir haben am 11.11., der Tag ist mir noch in Erinnerung, haben wir über das Auto gesprochen. Wir beide haben am 11.11. über das Auto gesprochen. Und da haben wir jetzt, glaube ich, 3 Wochen. Ich glaube, jeden Tag, ich sag mal, mindestens mal 15 Stunden an dem Auto gearbeitet. Krank. Ein paar Mal telefoniert. Ein paar sehr nette Umbauten gemacht, ein paar sehr nette Verschönerungen, ja. Er braucht ja ein Stück, was nicht so viele haben. Eintreten, bitte. Jungs. Das ist zum Beispiel das Team, was sich die ganze Zeit ums Auto gekümmert hat. Ja, zuerst war Mikko, der Embre und der Till. Habt ihr gut gemacht. Ja, also oben habt ihr ein Bett gesehen. Ja. Zwei von denen haben hier übernachtet. Um bestimmte Sachen hinzubekommen. Wir haben so ein paar nette Nachbarn mitgebracht, die das Auto so ein bisschen schmücken, weißt du. Das ist auch wieder hier. Ja. Das sieht auch so krass mit dem Chrom aus, ne? Ja, absolut. Auch eine ganz, ganz schöne Konfiguration hier. Ja. Also das ist auch ein ganz limitierter Bugatti, aber ich will dich nicht fernhalten. Ja, komm. So, ich glaube, wir starten jetzt mal. Ready? Ich bin ready. Dein neuer Rolls-Royce Cullinan. Ey, so. Oh. Du kriegst ja noch ein paar Einzelheiten, aber betrachte den erstmal im Ganzen. Leute, schaut euch mal diese Motorhaube an. So. Wie hoch da. Also, so, ich bin so 1,80 groß, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Allein diese Motorhaube. Alter, was ist das? 24 Zoll Mansory-Felgen. Interieur in Orange. Viele sagen Hermes Orange, ja. Alle Sachen in einem schwarzen Detailing. Das heißt also, wir haben alles komplett in Schwarz gemacht. Vielleicht mal vorne zum Kühler. Heftig. Wir können ja mal hier ein Video nach vorne schauen, wie der Wagen davor aussah. Also das ist kein Black Badge von Rolls-Royce Serie, sondern wir haben alles schwarz foliert oder lackiert. Richtig. Und da sind wesentlich mehr Details drin, als wie zum Standard von Rolls-Royce. Aber wie gesagt, wir brauchten was Spezielles und ich glaube, das passt so, oder? Das ist zu krank. Ey, also wirklich heftig, heftig. Und das habt ihr stark gemacht. Ich glaube nicht, dass der jetzt mir gehört. Ich würde sagen, deiner. Die machen das passend. Wir haben alles passend. Couchline, Interieur und natürlich der Schlüssel. Geisteskrank. Also auch so wie der Wagen jetzt ist meine Traumkombination. Innen drin orange, außen schwarz, auch mit der Couchline hier in orange. Also zu heftig. Ey, allein wenn man hier drin sitzt, das hört sich schon so gedämmt an. Guck mal bitte den Himmel an. Ende, Leute. Dann hat man noch diese geisteskrank lange Motorhaube. Ja, ja. Ey, also wenn man hier so sitzt,
man denkt so, der Wagen ist irgendwie noch so 10 Meter lang so davor. Ja. Krank. Boah, eine Real Talk, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir machen das so, wir schmeißen auch die Flaschen das immer gegen Ende. Die Autos. Ja, das Auto ist einfach, das ist einfach unreal. Das ist wirklich unreal. Hier hinten haben wir noch die Regenschirme drin. Der Wagen hat einfach so viele Besonderheiten. Allein die Türen, die andersrum aufgehen, der Sternenhimmel, hier dieser Regenschirm, das ist ehrlich zu krank. Ich muss dazu sagen, ich fand den Wagen davor schon sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich werde euch jetzt hier mal ein Video einblenden, aber jetzt, wir haben alles. Also hier davor, das war Chrom, hier unten war Chrom, alle Seiten um die Fenster rum waren Chrom, die Türgriffe Chrom, der Kühlergrill, also es war extrem viel Chrom an dem Fahrzeug und es wurde einfach alles komplett schwarz gemacht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also man hat jetzt hier wirklich komplett alles Black, Orange, diese komplette Farbkombination, das zieht sich so durch das ganze Auto durch. Und die Felgen, ey Leute, ich hab noch nie 24 Zoll Felgen gesehen. Das sieht so heftig aus. Auch die Felgen wurden auch verändert. Das sind Mansory-Felgen. Eigentlich gibt es sie nur in Chrom. Haben wir auch schwarz lackieren lassen. Ach, hier müssen wir einmal anstoßen. Ich danke euch. Vielen Dank. Sehr, sehr stark. Danke. Dominik. Cheers. Cheers. Die Mitarbeiter. Cheers. Vielen Dank. Athanasia, das ganze Team. Haben wir auch die Einstiege noch hier foliert, also dass auch wirklich hier unten der Einstieg geschützt ist. Wenn du möchtest, dass die Tür geschlossen wird, drückst du einmal am linken Arm Höhe Ohr auf den Knopf, hältst den gedrückt. Ah. Wir haben natürlich auch hier unser Highlight in der Türe. Der Regenschirm. Ja, der Regenschirm, ja. Und dann funktioniert das doch, oder? Was sagst du? Ja, allein der Regenschirm ist schon so... Der Regenschirm ist Teflon bestichtet. Fühlt sich schon so richtig, also wertig das, an. Das ist richtig wertig. Mal, also das ist mal wirklich, Leute, Mann. Ich habe ja echt schon viele, viele schöne Autos durfte ich bisher abholen. Durfte ich schon sehr viel erleben, aber das ist... Also mir fehlen einfach die Worte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist wirklich richtig krass. Ich glaube, den muss man auch erstmal ein bisschen wirken lassen. Auch Jungs, mal. Auch die Abholung hier, auch so eine Abholung hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Also ja. Ehrlich, stark, sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Vielen, vielen Dank. Ehrlich, krank, krank. Leute, ich würde sagen, ich lasse mir jetzt hier alles mal ein bisschen erklären und lasse das mal auf mich wirken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Wagen bis jetzt findet. Wie findet ihr die Farbkombination mit diesem Schwarz-Orange? Mir gefällt es extrem gut. Von mir ist das so die Traumkonfiguration. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare, wie findet ihr es, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Let's go. Ey Leute, jetzt erstes Mal Rolls-Royce fahren, erstes Mal Cullinan. Das fühlt sich hier alles schon so ultra riesig an. So. Was, die Funktion nur, dass du die weißt, ne? Du kannst dir das Auto von außen angucken. Auch wild. Damit du auch weißt, wo stehst du gerade. Ey, das sieht krass aus. Leute, das heißt, du hast jetzt zum Beispiel jemand, der hinter dir steht, ja, Sicherheitsfaktor. Das haben die auch gut gemacht hier mit den Kameras. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schlaue Sache. Das haben die wirklich gut gemacht. Stark. Und die funktioniert wirklich. Du siehst also wirklich Objekte um dein Auto rum. Ey, auch wie weich die Lenkung hier ist, ne? Und dann fahren wir einfach mal hier raus. Jetzt hast du drinnen die absolute Ruhe, ja, wie so im Tresor. Ja, wirklich, ja, auch, ja. Du hast ein ganz sicheres Gefühl. Man hört auch das ja allein hier schon so vom ja? Reden, ne? Aber draußen hast du halt so ein tiefes, rumoriges, ja? Ja, genauso wie das sein muss, ja? Ey Leute, das ist wirklich krank. Allein diese übelst lange Motorhaube, dann sieht man da diese Statue da vorne. Man hat so das Gefühl, man schwebt einfach jetzt erstmal so ein bisschen, ne? Ich bin mal gespannt, weil die Federung soll ja so super, super krass bei Rolls-Royce sein. Ey, ich fühle mich irgendwie wie so ein Fahranfänger gerade. Das ist Hammer, ne? Das ja, du hast auch Respekt vorm Auto, ja, oder? Ey, unfassbar. Unfassbaren Respekt vorm Auto. Das ist komplett was Neues. Also auch bei dem Bentley zum Beispiel. Ich bin eingestiegen, du bist direkt losgefahren. Aber ja, hier, ja, das kommt mir irgendwie nochmal wie so ein fünfmal größeres Auto vor. Ja. Und fünfmal schwerer. Das hat so halt richtig, ey, das, Volumen. Ja, das ist so richtig und massiv. Und du merkst halt einfach, dass du was Besonderes unterm Hintern hast, ja? Ja, das also merkst du einfach. Sehr, sehr heftig. Sehr, sehr heftig, Freunde. Ein klassisches Detail von Rolls-Royce sind diese Luftauslässe, die Violinschlüssel. Lass mal kurz weiterfahren. Und dass es keine Gradanzeige gibt, sondern dass es einmal eingestellt wird. Das ist cool, finde ich gut. Auch hier mit diesem Power Reserve, was ja hier, also wie eigentlich bei den Briten alles so ein bisschen anders. Und zwar hier sieht man, geht das nicht von 0 hoch, sondern von 100 auf 0.
und man bekommt hier mal angezeigt, wie viel Power der Wagen noch hat. Ne? Also wenn man jetzt Gas gibt, geht das runter, so, weil halt weniger Power dann noch zur Verfügung steht. Genau, man kriegt einfach gezeigt, wie viel Leistung man noch hat. Ja. Ja, und der Sternenhimmel ja, ne, beim Fahren, also das ist... Ja, wenn, und wie gesagt, Sternenhimmel inklusive Sternschnuppen. Ja. Das ist einfach nochmal so einer drauf, der einfach so krass ist. So, meine Freunde, das war's von dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt der Wagen. Geisteskrank, ich komme immer noch nicht drauf klar. Das kommt mir wirklich wie so ein Traum vor. Was soll ich sagen, Leute? Wie immer, vielen Dank für alles. Danke, dass ihr jeden Tag am Start seid. Danke, dass ich mir so einen Traum erfüllen kann. Also wirklich, das ist komplett surreal. Ja, ich hoffe, das kommt jeden Tag in meinen Videos rüber, dass ich diese Dankbarkeit einfach habe und jeden Tag abliefer. So, ich hoffe, das merkt ihr. Auch deswegen jetzt hier nochmal danke dafür. Ja, sehr, sehr heftig. Was gibt's noch zu sagen? Es war wirklich ein unfassbar nicer Tag. Ich war die letzten Tage schon so aufgeregt. Ich glaube, ich habe gefühlt jedes Video auf YouTube geschaut über einen Rolls-Royce Cullinan. Also ich glaube, ich kenne jedes Video. Ich habe letzte Nacht schlecht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Ich habe mich so über dieses Auto gefreut und freue mich immer noch so darüber. Ja, Leute, was gibt's noch zu sagen? Vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cramex. Ciao.